Hallöchen, Freunde. Na klar, auch für Urka, ich noch auf Time geht's weiter. Ja, los, lass sie fallen. Ach, als kleines Kind mag ich sie echt nicht. Das ist eine kleine Terrorzicke. Aber Linky ist tapfer und trägt sie auf den Schultern förmlich. Aber jetzt lege ich sie erstmal ab, weil jetzt... Nein, wisst ihr was? Ich laufe einfach durch. Das ist viel stylischer. Lass mich alle in Ruhe, ich komme hier durch. So, dann müssen wir jetzt nämlich enden mit der alten Zicke. Oh. Eine Riesenquelle. Na, was sagt Navi dazu? Wir machen jetzt mal ein bisschen Gegner-Scanning hier. Oh, jetzt ist sie weg. Komm wieder. Scannen wir sie. Eine große Zappelqualle. Sie verteilt Stromschläge. Willst du sie zerstören, benutze keinen metallischen Gegenstand. Okay, der Ruf ist eindeutig. Das heißt, wir haben hier nichts zu verlieren. Wir verpissen uns. Und zwar hierdurch. Okay, die Dinger sind auch nicht gerade witzig. Oh Gott, welche muss ich nochmal als erste machen? Ich weiß, eine davon ist schon offenbar. Welche war das nochmal? Ups. Pressen wir mal den komischen Gaumenschalter hier, oder was das sein soll. Oh, listen, der Schalter. Sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du allein zu leicht bist. Na, jetzt aber nicht mehr. Denn wir haben extra Ballast, ja. Und das ist nicht die Ausrüstung in unserem imaginären Rucksack. Nein, es ist die komische Zelda-Tante hier. Ach man, ich will mal Zelda sagen, das ist doch furchtbar. Ach nein. Oh, und was ist jetzt hier Interessantes? So, man, die Tante besetzt. Oh Gott, ich weiß, wer hier auf mich wartet. Das können wir, wollen sie alle raus hier. Und dann sprengen wir sie alle mit einem Mal weg. Oh, verdammt. Das war jetzt irgendwie... Na, okay, das war doof. Na, dann machen wir es auf die altbewährte Methode. Sniper-Skillshot-Methode raus und... Kopfüberschuss. Down. Du hast verkackt. Ja, du, hier, los, komm raus. Hab schon. Und fitz. Critical! Oh, Mann, dober Joystick. Das kommt so episch irgendwie. Ich nehme die Schleuder und sag, was Critical? Und was macht er? Er holt erstmal sein Deku-Stäbchen raus. Na, das ist ja geil. Und geladen. Und komm raus, lass, komm schon. Critical! Und Fatz down. Ihr seht schon, das Gewebe wackelt immer, wenn wir den Wal treffen. Sehr ekelhaft. Naja, natürlich, das ist, als wenn wir dem Fisch von innen kitzeln. Critical! Und down. Klingt immer wie ein Motor, dem der Saft ausgeht, finde ich. Aber naja, okay, das ist er da hingestellt. Und Shushu, Shushu. Natürlich, wie immer, wenn man es gemacht hat, eine Kiste oder eine Tür geht auf. Immer das Gleiche. Aber trotzdem sind die Truhen immer anders und die Türen führen immer woanders hin. Also ist das cool. Und ihr seht wieder eine Kiste mit Grafikfehler. Das heißt, es ist was Wertvolles drin. Und es ist... Der Bumerang! Ja, Mann, eins meiner Lieblings-Teams. Denn es erleichtert uns die Skoolisure um ein 10.000-Millionen-faches. Denn es ist eine Distanz. Naja, okay, man wirft einen Bumerang, man haut nicht wie mit einem Schwert nahkampfmäßig drauf rum. Und natürlich rüsten wir ihm sofort aus. So, los, komm mit. Komm bei Fuß, Schnuffi. Und. So, Leute. Wo muss ich jetzt hin? Ach, wir folgen einfach mal. Also hier war noch so eine komische... Geh weg, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Na, geht's hier rein? Nein, das ist es auch nicht. Ah, ich glaube, hier ist es. Ja, genau, hier ist es. Ihr seht, diesmal meckert sich nicht rum, dass es ein Gewicht ist. Ich zeig auch warum. Denn wenn ich runtergehen, zuck, zuck, ist der Schalter wieder oben und... Das heißt, wir müssen unseren Ballast absetzen... Unsere Holzkiste, normalerweise setzt man ja Holzkisten auf so einen Schalter, aber diesmal nehmen wir die Zora-Tante und Renier. Watch out! Du bist down und tschu 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 schlitz! Und Mann, ich sag's schon wieder. Ach, ist furchtbar. Hey, komm runter. Okay, schon mal ausgerüstet halten und loslassen! Treffer! Und Critical! Na, noch ein halt. Nehm den hier! Du, wo ist denn der Bumerang hingeflogen? Nicht zum Mond sollst du fliegen, du sollst den Typ wieder treffen. Nimm den hier, Schlitz und down, Mann. Du hast verkackt. Oh, was haben wir denn hier? Schon wieder eine Kiste.
Ach ja. Ach, wie üblich. Aber diesmal ist natürlich was anderes drin. Es gibt keinen zweiten Boomerang. Obwohl das ziemlich cool wäre eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Oh, wieder etwas Wichtiges. Es gibt Grafikfehler. Das nehme ich jetzt mal so als Ausrede. Und es ist natürlich wieder unser Stück wohl benutztes, gewaschenes, trotzdem noch braunes Klopapier. Ach, blau da drauf, das sieht gar mal, ich sehe gar drauf gar kein Blau, das sieht alles nur kackbraun aus. Das ist doch irgendein benutztes Klopapier, gibt's doch zu. Ach, ihr dreht immer so mal Linky an, das ist so räudig. Echt, schämt euch. Was habt ihr alle gegen das schöne Papier aus dem Copyshop? Bloß weil es weiß ist, muss da nicht alles braun sein und so alt aussehen. Hey, Tante. Oh, sie sitzt nicht auf dem Schalter. Schnuffi, du sollst zu gehorchen. Oh, wie unaufmerksam von dir. Warum lässt du mich sitzen, wenn du ein Mann sein willst? Dann verhalte dich auch so. Wie, soll ich flachlegen? Nein. nein. Entschuldige das Kommentar jetzt, aber das musste sein. Aber ihr seht, die komische Schwabbel-Dingsbums-Tentakel-Dingsbums ist weg. Das rote, schleimige Ding ist vor. Hast du schnell gemerkt, Alter. Es verschwand, als du den Tentakel zerstört hast. Oh, ob das bei den anderen auch funktioniert? Nein. Das ist nur bei dem so, wisst ihr? Zusammenhänge sind hier fail. Oh mein Gott. Was seid ihr denn alle? Was ich alle down machen hier? Warte mal, ich hab mal irgendwo einen Trick gelesen. Jetzt teste ich doch einfach mal aus, ob das funktioniert. Ich hab mal gehört, das soll man denn Dekonuss funktionieren. Ich kann mir noch nicht vorstellen. Alter, ist ja geil. Ey, das ist ja krass. Ach ja, man liest im Internet viel zu viele Spoiler, finde ich. Ich lasse das jetzt einfach, es geht mir auch viel stylischer. Schlitz! Ach man, ich merke mir, ich gewinne mir das, glaube ich, doch nicht so leicht ab. Ja, das kam critical und down. Naja, eigentlich könnt ihr ja gar nicht down sein, weil ihr... Oh, ich brauche noch 10 Sekunden und... Und hoch noch. Plupp! Wir haben es geschafft! Ziemlich knapp eigentlich. Ich musste wieder quasseln zwischendurch. Und natürlich noch eine Kiste. Wenn eine... alle guten Dinge sind drei, war. Also muss ja noch eine dritte Kiste kommen. Und was ist denn natürlich wieder Grafikfehler? Wie richtig geil ist das denn? Und was haben wir hier drinne? Na? Der Kompass, da muss ja kommen. Wenn es die Karte gibt, dann gibt es den Kompass gleich hinterher. Ist übrigens nicht immer so. Man hat manchmal Pech und findet einfach die Karte nicht. Aber den Kompass hat man schon. Kohle brauche ich nicht, obwohl sie sehr cool da liegen, muss man sagen. Alle drei. Naja. Den Spaß erlaube ich mir mal. Na verdammt, ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Na egal. Das heißt Partband, Nachtzeitgefühl. Das heißt für euch wieder ein, zwei Minuten mehr Spaß und Spannung. Bloß die Schokolade kann ich da ja nicht bieten, denn ich bin auf Diät. Oh ne, der ist noch nicht down. Denn ist es das linke Ding hier. Ja genau, es ist weg. Und wir wurden eingeschlossen. Einmal Schild und schon ist sie abgelegt und... Und nimm den hier, Mann. Verdammt, zu weit weg. Ausgerüstet und... Bumerangwurf! Los, komm runter und... Ja! Yeah. Boah! Und nochmal gleich und ruf da. Boah! Und natürlich gleich nochmal und ruf da und... Down, yes! Das war ein Strike. Würde ich sagen. Wir wurden nicht getroffen, das ist gut. Oh, was? Keine Kiste? Ey, jetzt enttäuscht ihr mich. Naja, okay. Wir haben ja gesagt, alle guten Dinge sind drei. Viel wäre denn nachher naja, demnach eine Unglückszahl. Aber ja, das ist ja mal. Das kann man ja so separat nicht sagen. Ich habe mal mir sagen lassen, für jeden Menschen ändert sich jede Woche oder jeden Monat irgendwie die Glückszahl. Das ist so ein komisches. Hast du nicht gesehen? Astronomie-Zeugs. Naja, ihr wisst schon. Das ist nicht so mein Spezialgebiet. So, und jetzt auch hier können wir rein. Und natürlich geht die Luke wieder zu. Oh Gott, was sind die denn hier? Was habt ihr denn hier verloren? Nimm den! Okay, wir wissen jetzt, den Bumerang finden sie nicht witzig. Ich würde sagen, damit haben wir unser Kampfmittel gefunden. Und nimm den hier. Down, yes. Und Stricke, yeah. So, nachdem ich deine Lakaien erledigt habe, bist du dran, du grüner Schlabberlappen, du Waldmeister-Pudding in ekelhafter Gaumenform. Und du bist down, Mann, los, und noch ein Ruff und Ruff da. Ja, los, schlitz schön immer die miese Verbindung an und... Alles schön durchgesuppt von der komischen, ekelhaften Fischsoße hier.
Schon wieder keine Kiste. Was ist denn für ein Kack? Wozu? Ach so, genau. Wenn ich die letzte Tendenz... Ah, genau. Okay, alles klar. Ah, ich habe ja mal gemerkt, welches Loch das ist. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Ja, jetzt ist nämlich aus einem Loch in diesem großen Hauptraum diese eine grüne Tentakel gekommen. Ja, da, verdammt! Was ist denn? Die sieht böse aus. Da, verdammt! Oh, hey, danke fürs Herz. Ja, die sind ja harmlos. Die schocken mich und geben mir gleichzeitig ein Herz. Das ist ja dumm. So, natürlich, da wir jetzt hier dieses ekelhafte Schlabberding im Weg haben, nimm den hier! Jetzt können wir nämlich auch raufschlitzen. Und... Aber das war's natürlich nicht. Na klar, eine Qualle ist ein Zellteiler. Down. Und du auch noch. So, ich würde sagen, ich möchte behaupten, das ist direkt die hier vorne. Oder war die um die Ecke? Ach, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich muss echt gerade zu meiner Schande hier stehen. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich hätte mir gucken sollen, wo die Grüne weggeht. Und Leute, ich entschuldige mich echt an der Stelle, aber ich mache mal ganz kurz ein Safe State. Eingedockt und ich teste das einfach mal hier. Ich glaube, das war nicht richtig. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Ja, das war nicht richtig. Und einmal Loading. So, und schon sind wir wieder oben. Sorry, Leute, das musste jetzt sein. Und rin hier. Und ich glaube, dann war doch hier. Ja, genau, das war jetzt richtig. Oh, immer abgesetzt. Weil natürlich, ihr seht, eine riesige Spinnenbeute. Und natürlich sammeln wir die ein. Ich höre ja was im Hintergrund. Ah, du wolltest dich von hinten anpushen, Mann. Nimm das. Ja, Mann, du bist down. Aufgelöst. Und natürlich ganz special hier. Und er hält sehr cool in der Pose seinen Boomerang fest. Du hast eine goldene Skooli. Und natürlich, ein ist kein. Wir nehmen das weiter natürlich auch mal down. Boah, jetzt haben wir den Fisch eine übergehauen. Das ist gar nicht so einfach, den immer anzupeilen. Das muss man so ein bisschen nach Gefühl machen. Schlitz! Oh Mann, ey, ich merke mir das nicht. Ach, Schlitzer hast du nochmal alle Pokémon-Attacke. Punktende aus. Und noch eine goldene Skooli. Du hältst dafür ein Skulltula-Symbol. Ich glaube, ich beende den Part einfach vor dem Bossfight hier. So, ich weiß jetzt aber allerdings zu meinem Bedauern nicht mehr, wo ich hin muss. Aber ich glaube, wenn ich hier rein muss, dann heißt das, ich muss rückwärts laufen. Wow! Los, komm mit, du Zora-Zicke, ZZ, ja, Zora-Zicke. Oh, cool, wir haben unseren Halbendgegner-Fight. Oh, hey! Da ist der ja, danach habe ich gesucht. Wirf mich sofort auf die Plattform, los, komm, mach schon, schneller! Ach. Ha, denkst du? Du bleibst hier. Ja, der Boss kommt, ne, der Halbboss kommt sonst nicht. Und ihr hört schon an der Musik, ja, das ist der dritte Stein, aber, Moment mal, das passt nicht. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder, aber warum Prinzessin Ruto? Gott sei Dank! Oh, endlich! Der Stein von meiner Mama! Mama! Aber als ich laut Yabu-Yabu gefüttert habe, hat der Wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Na klar, Mann, du bist ein ungeschicktes Ding, Alter. Oh. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Ja, ich wurde sogar eingesaugt. Ich bin doch kein Staubkorn. Das fiese Staubsauger, Mann. Und ja, aber jetzt habe ich ihn wieder. Ich kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Ach, Mann, echt, du bist so eine verzogene Göre. Aber erstmal ein Schritt und... Und das Ding fährt hoch. Eingedockt. Was ist das denn? Eine Oktopussy. Oh ja, und natürlich wird da natürlich erstmal die Door eingeloggt. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Wir müssen uns mit ihm hier auseinandersetzen. Ein ziemlich hässliches Stück Scheiße. Oh. Da, verdammte Scheiße. Ja, das ist jetzt... Pflicht. Wir machen ihn jetzt richtig down, du Stück Scheiße. Hast mich getroffen? Down. Oh. Was zerbrustet wart jetzt? Also, das habe ich jetzt nicht erwartet.
Ist denn der Dekustab um so viel stärker als unser Billigschwert? Ich meine, wir haben so ein Billigbrotmesser, aber ja, irgendwo ist da mal auf Verschluss, oder? Naja, egal, wir haben ihn gekillt. Naja, eigentlich wollte ich jetzt ganz kurz, ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, ob ich jetzt vor dem Boss, Halbboss hier endlich mal ganz kurz, bis zum nächsten Part aufwarte. Oh, haben wir noch immer eine Pfiff? Okay, die Frage hat sich geklärt. Ja, klar, na klar, wir killen den Fisch erstmal ein bisschen. Ich glaube, man kann hier rüberlaufen ohne Probleme, ja. Ja, du bist im Weg, Mann, du gehst jetzt, verpiss dich. Ja, Mann, los. Stück Scheiße. Und schon ist er weg. Und du bist auch down, Mann. So, Leute, ja, ist jetzt gut, dass ich für diesen peinlichen Bossgegner jetzt hier nicht irgendwie den Part beendet habe. Das wäre sonst ein bisschen peinlich. Ich starte den Part und der Halbboss hier ist mit ihm Hit down. Das wäre kacke. Das wäre richtig kacke. Was bist du denn? Oh, Alter. Okay, der unten will Stress. Und wer Stress haben will, der kriegt ein Schutzschild. Und dann nimm den hier. Ja, schön von der Seite getroffen, Alter. Der war geil. Der war richtig geil. Bip, 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 bip. Nur auf rumzuwackeln, Mann. Bist du nur Zunge oder? Ja, ist ja richtig ruhig, Alter. Der ganze Fisch ist einfach nur ekelhaft. Für mich ist das kein Dungeon. Das ist für mich hier, keine Ahnung, eine Abschreckung an den Fischmarkt. Oh, mal schnell hier ruf. Denn diese Dinger hat ein Zeitlimit. Oh. Das war so nicht beabsichtigt und ihr seht schon. Das Ding suppt mittlerweile wieder ins Rote. Und dann wabbelt's wieder zurück und schlabbert einen voll und will einem einen. Das sieht aus wie so ein riesiges rotes Hochhaus, was einen irgendwie abschlabbern will. Voll räudig, richtig räudig irgendwie. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, naja, okay. Das muss ich jetzt natürlich noch machen. Oh, aber ich höre schon wieder. Bäh, bäh, diese komischen. Quallengeräusche, ihr wisst schon, was ich meine. Und, oh, ein Fahrstuhl. Ey, Mann, das ist ja ein hochtechnologisierter Fische. Ey, das ist ja ein, ist ja voll Gangster, Alter. Ja, du bist eine Qualle, Mann. Ja, jetzt qualst du dich erstmal down, Alter. Und treff ich überhaupt? Ja. So, der ist jetzt down. So, wir haben jetzt hier so ein Verbindungsstück. Und da ist so ein blauer Schalter. Die blauen Schalter bedeuten immer, da muss was drauf stehen bleiben. Ah, das sind Kisten. Ja, damit kann ich es mal probieren. Das bietet sich ja geradezu an, wa? So, nicht werfen, nicht werfen. Ich muss mir ganz dringend werfen, dass hier geworfene Kisten futsch gehen. Also nicht werfen, bitte. Okay, so geht's auch. So, ein Stück zur Seite. Und, ja, schön platziert, supi. Und ruf hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, wir sind schon im... Hey, das sieht echt gut aus. Ja, Leute, ihr seht, also an meiner Reaktion merkt man, also die meisten wissen natürlich, wo ich jetzt bin. Das ist der Raum vor dem Bossfight. Oh, der war zu kurz. Hey, leider mal. Jetzt habe ich nach oben gedrückt. Oh, sie verteilt Stromschläge. Willst du sie zerstören? Benutze keinen. Mann, das ist das gleiche wie bei dem anderen. Kritische Schlitz. So, da sind noch ein paar. Und da, ihr seht schon die Tür da, die ist... Das ist die böse Boss-Gangster-Tür. Aber die ist noch verschlossen. Das heißt, ja, ein Rätsel ist wieder mal angesorgt. Oh. Und hört ihr dieses Geräusch? Ja, da kommt mir da so vertraut vor. Eine Skooli! Her damit. Meins. Chaka! Und Schlitz! Mann, ey, ey. Entschuldigt, Leute. Das kommt mir mal so beim enthusiastischen Spielen. Das kommt einfach. Das lässt sich gar nicht verhindern. Aber ich arbeite natürlich dran. Das ist alles kein Thema. Na klar, klettern wir erstmal hoch. Denn die Tür ist immer noch verschlossen. Egal, würde ich Skooli jetzt haben oder nicht. Das heißt, hier ist noch irgendwo ein Secret. Ich möchte jetzt aber an der Stelle erstmal ganz kurz was gucken. Tsching, 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 tsching. Falsch rum. Yeah, wir haben alle Skoolis. Das sieht man immer daran. Da steht ja Lord Jabu Jabus Bauch. Also das ist hier der Dungeon. Ihr seht schon die Karte und Kompass. Boss Key gibt's hier noch nicht. Und, hä, wo ist das denn? Ja, da war ich nicht, da muss ich nicht hin, das ist blub. Ihr seht schon, in den ersten Dungeons gibt es noch keine Boss-Keys, beim zweiten war es ja auch so, das habe ich da aber nicht erwähnt, großartig. So, und jetzt gucken und so müsste es klappen. Oh, verdammt. Schiete. Und tsk, tsk. So passt es natürlich auch. Ja, durch das Ding hier kommt man nicht durch. Das ist ein metallenes Netz, natürlich. Aber beim Rückweg kommt er natürlich durch. Oh, was will Navi denn? Ach so, deswegen im Ding hier. So, mal gucken, ob ich es überlebe. Ach so, ja, tue ich sowieso. Ich will mich aber abrollen. Also muss ich springen.
Oh, okay, ich hab's überlebt. Also, Freunde, ihr seht schon, das wird special geil hier im nächsten Part. Zu Part 16 wird er den Bossfight vom dritten Dungeon, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, auch wenn ich's nicht mag. Und dann werdet ihr sehen, dass das ein richtig regelhaftes Reudel 4 ist, Alter. Das ist schlimmer wie Kretzepickel, das haut euch um, wenn ihr es seht, Alter. Und erst recht, wie stirbt, aber das seht ihr halt im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seht nicht, dass ich gesterbe, das wäre nicht so schön. Denn das sieht genauso ekelhaft aus. Also, Freunde, bis in dem nächsten Part. Tschüssi, haut rein.